Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Ja, gefühlt werden die Abstände zwischen den Pickup-Folgen irgendwie immer größer, aber so ein paar Sachen sind mir dann doch über den Weg gelaufen. Ich bin auch momentan dabei, so ein bisschen meine Sammlung so umzustrukturieren, sage ich mal. Ich werfe so ein paar Super Nintendo-Spiele raus. Ich verkaufe ein paar von meinen Pile of Shame Switch noch eingeschweißten Limited Editions. Ich finde es einfach zu schade, dass sie im Regal liegen. Das sieht einfach daran, ihr kennt es vielleicht selber, das sind die Editionen von Limited One und ähnliches. Man bestellt die, man bekommt die so 4-5 Monate später und dann hat man sie und dann hat man irgendwie nicht die Zeit, das irgendwie auszupacken. Dann landen sie im Regal und dann liegen sie da erstmal. Und das finde ich eigentlich zu schade und irgendwie hatte ich da jetzt nie so die Lust, irgendwie das großartig auszupacken. Also dachte ich mir, hey, verkaufst du die mal und kaufst dir mal ein paar schöne andere Stücke. Ja, so ein paar andere Stücke, die suche ich noch. Mal gucken, ob ich was finde. Ich will nämlich mal so ein bisschen meine Super Nintendo Big Box Sammlung etwas angehen und etwas erweitern. Ein Schätzchen ist schon dabei, das zeige ich euch gleich natürlich, aber so Spiele wie Super Metroid in der Big Box, die suche ich noch. Aber ganz ehrlich, bei eBay, alter Falter, da sind die Preise aber mittlerweile jenseits von gut und böse. Ich will einfach nur ein Stück für meine Sammlung haben und dann nicht irgendwie 400 Euro für ein Super Metroid ausgeben. Denke mal, das wird nochmal eine Herausforderung, da etwas zu finden. Aber bevor ich jetzt wieder abschweife, fangen wir an und zwar mit einer großen Sache, etwas nicht Retro-Gaming-Relevantes. Und zwar habe ich mir vielleicht ein potenzielles neues Hobby entdeckt oder geholt, und zwar eine Warhammer 40.000 Figurenbox. Wie der ein oder andere vielleicht weiß, bin ich ein riesen Warhammer 40.000 Fan und ich habe immer schon gerne so Videos gesehen, wie diese Figürchen angemalt werden. Also zuerst, wer Warhammer 40.000 nicht kennt, das ist im Prinzip eine Art Tabletop-Brettspiel, ein Wargaming-Spiel, wo jeder so seine Armee hat und dann gegenseitig auf einem Brettspiel dann kämpfen. Da gehört natürlich noch viel mehr zu diesem Hobby dazu, als nur dieses Brettspiel. Ne? Man kann die Figuren sammeln, bemalen muss man die und so weiter und so weiter. Und da ich ja das Universum immer toll fand und auch diesen Stil sehr schön fand und auch die Figuren natürlich sehr schön fand, habe ich mir jetzt einfach mal so eine Start-Collecting-Box für die Adeptos Mechanicus geholt. Der eine oder andere weiß vielleicht noch in der letzten Pickup-Folge, da habe ich ja das Switch-Spiel Adeptos Mechanicus für die Switch, ja, ziemlich abgefeiert, und ich mag diesen Stil von diesen Roboter-Menschen und so weiter. Und vor nur geraumer Zeit habe ich mir mal so eine Box geholt, die gibt es auch von Warhammer 40.000, so eine Art, hey, willst du mal in das Hobby reinschnuppern? Ne? Da sind drei Figürchen dabei, da sind ein paar Pöttchen Farbe dabei, ist ein Pinsel dabei, dass man sich einfach mal so ein bisschen ausprobieren kann und mal gucken kann. Kostet auch nicht viel zum Reinschnuppern. Und das habe ich schon damals sehr gerne gemocht und jetzt habe ich mir diese Box geholt, habe ich im Urlaub in Amsterdam geholt. War auch natürlich schon ein Erlebnis, dann da auch noch ein bisschen meinen richtigen Warhammer-Laden zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe da echt viel Spaß dran. Ich habe natürlich ein paar Farben gekauft, ne? Pinsel und so weiter. Ich blende hier auch mal ein Bild ein, was ich da schon alles angemalt habe. Ein paar Figürchen aus der Box habe ich schon fertig. Man muss die ja auch aus dem Plastikrahmen rauspacken. Man muss sie dann grundieren und dann Farben und dann verschiedene Techniken und so weiter. Wie gesagt, das habe ich mir alles über YouTube ja schon vorher angeeignet, weil das immer faszinierend fand, wie das geht. Und ich habe einfach gemerkt, das ist total entspannt. Ne? Man sitzt da, man hat sein Figürchen, man malt, und ich muss sagen, ohne mich selbst zu loben, so ganz doof scheine ich mich auch gar nicht anzustellen, weil die Figuren sehen schon gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, ich habe natürlich gewisse Vorbildungen durch YouTube, aber das macht Spaß und man kriegt den Kopf irgendwie so frei. Ne? Ihr seid auf der Arbeit, habt den ganzen Tag vor dem Computer gesessen oder ähnliches. Und dann sitzt man da und malt an dieser Figur ein bisschen rum und das sieht alles durchaus vernünftig aus und der Kopf ist frei und dann guckt man auf die Uhr und es ist 2 Stunden später
Und das ist super zum Runterkommen, zum Entspannen. Das ging sogar so weit, dass jetzt meine Freundin gesehen hat, oh, das ist ja ziemlich cool, und sich mal so ein Malen für Zahlen für Erwachsene geholt hat, wo sie dann auch das mal probiert hat zum Abschalten. Klappt super. Potenzielles neues Hobby auf jeden Fall. Ich habe da sehr viel Spaß dran, wobei ich jetzt kein Interesse habe, wirklich das Tabletop zu spielen. Aber ich dachte mal, bei den Pickups, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was, deswegen wollte ich es euch einfach mal zeigen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber kommen wir jetzt zu dem Spielen und fangen wir mit der Switch an, würde ich sagen. Und zwar als erstes, ich wurde schwach. Ich wurde leider schwach. Ich habe mir Super Mario All-Stars 3D geholt. Ich wurde schwach. Warum wurde ich schwach? In dieser künstlichen Limitierung. Als ich das gesehen habe, da dachte ich mir natürlich so als Retro-Freund, oh ja, ist schon was, ne? Also ist ja schon nicht verkehrt, so als Retro-Freund und mal so eine Sammlung von diesen alten 3D-Marios. Ich bin ja kein großer Fan von diesen 3D-Marios. Ich mag lieber, ne, meine guten alten Oldschool 2D-Marios, und ich wurde nie mit denen richtig warm, außer Galaxy auf der Wii habe ich damals ganz gerne gespielt, ist ja auch dabei, und ich dachte mir, hey, Super Mario 64, das wird immer so hoch gelobt, da kannst du es mal ausprobieren. Aber als ich diese Nachricht gesehen habe, dass Nintendo, man kann es ja nicht anders sagen, künstlich limitiert, da dachte ich mir, hier, nee, komm, so dringend brauche ich das auch nicht. Aber dann, ich wurde doch irgendwie schwach, muss ich sagen. Obwohl diese Politik, ich verstehe sie nicht. Warum limitiert man sowas künstlich? Ne? Zumindest irgendwie, wenn sie sagen, okay, gut, wir bringen hier nur physisch eine gewisse Zahl raus und dann ist gut, aber lass es dann noch digital irgendwie verfügbar. Also, soweit ich weiß, ist sogar selbst, das war das im E-Shop, glaube ich, ab April nächsten Jahres oder irgendwie sowas, habe ich gelesen, nicht mehr kaufen kann. Und das finde ich einfach bescheuert. Und das wollte ich eigentlich nicht unterstützen, aber ja, ich wurde dann halt doch irgendwie schwach, wie es halt so ist. Ja, ich habe auch schon mal in alle drei Titel kurz reingespielt. Ist eigentlich solide umgesetzt worden. Ich finde es bei Mario 64 ein bisschen schade, dass es vielleicht nicht nur ein bisschen mehr modernisiert wurde, aber ich denke mal, Fans der Vorlage, die dürfte es freuen. Wobei ich natürlich zuerst an Super Mario All-Stars vom Super Nintendo gedacht habe, und ich dachte, dieselbe Behandlung kriegen diese Titel auch. Nämlich damals wurden ja die 8-Bit-Marios auf diese 16-Bit-Level hochgehoben. Aber da ist es jetzt ja nur vernünftig dann für die Switch portiert worden mit höherer Auflösung, aber die Grafik blieb sehr gleich. Ja, okay, gut. Aber wie gesagt, mal so als Nachholbedarf, mal in Mario 64 reinzuschnuppern. Ich habe jedes Spiel irgendwie nur 10 Minuten reingesetzt. Macht einen vernünftigen Eindruck, scheint gut portiert worden zu sein, aber ich kenne die Originale nicht. Deswegen alles unter Vorbehalt. Denn mein zweites Switch-Spiel ist die Collection of Mana. Und zwar hat der gute Retro Joe ein bisschen seine Sammlung aussortiert und hat gefragt, ob ich das für ein 20 haben will. Ich habe gesagt, komm, habe ich noch nicht. Ich weiß, obwohl ich großer Secret of Mana Fan bin, ist das seltsam, dass ich mir diese Collection noch nicht geholt habe. Aber auch da wieder, als das rauskam, ja, ich habe nicht sofort zugeschlagen und dann geht das irgendwie immer unter. Aber das natürlich jetzt, ne, Mystic Quest, Secret of Mana, Secret of Mana 2, alle Spiele, die ich ja schon in irgendeiner Form in meiner Sammlung habe, aber jetzt nochmal so konzentriert auf einer Switch Cartridge, ist das natürlich dann wesentlich bequemer und praktischer natürlich auch zu spielen. Deswegen habe ich dazu geschlagen, ja, damit ist eine gute Collection. Ich habe bis da noch nicht reingespielt, wie es umgesetzt wurde. Ganz einfach, weil ich habe ja schon die anderen Spiele in letzter Zeit ausreichend gespielt, in den letzten Jahren. Ich habe ja auch zu jedem Spiel ein Testvideo gemacht. Von daher, ich gehe mal davon aus, dass es vernünftig umgesetzt wurde. Und dann, wenn ich mal wieder Bock habe, dann muss ich nicht erst den Game Boy rausholen für Mystic Quest oder das Super Nintendo irgendwie anschließen für die anderen. Deswegen ist das durchaus praktisch. Und das waren jetzt meine Switch-Pickups. Ein bisschen ruhiger geworden, ich weiß, aber hey. Aber jetzt kommen wir zu einem Super Nintendo Pickup, und zwar zu meiner nächsten Big Box. Ich muss mal kurz sehen, ist meine vierte Big Box, die ich jetzt habe. Ist einer der günstigen, Mario Paint, komplett mit Maus, Mauspad, Spiel und so weiter. Zustand ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe einen ganz fairen Preis jetzt eigentlich dafür bezahlt, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe ja wirklich erst, wie am Anfang ja schon erwähnt, so ein bisschen das Ziel ist, meine Big-Box-Sammlung etwas zu vervollständigen, aber die Preise, die, naja, okay, das wird auf jeden Fall alles noch dauern, auf jeden Fall. Mario Paint, die kennt natürlich jeder. Ich weiß noch damals, wie ich fasziniert war, dass es dann plötzlich für diese Konsole die Maus gab. Ich hatte leider nie Mario Paint, sondern Fun in Games, was da so ähnlich ist, so ein Knock-Off-Produkt quasi. Natürlich bei weitem nicht ansatzweise so gut wie Mario Paint, weil
halt einfach dein Nintendo-Charme fehlt. Da habe ich auch meinen XXL-Test zugemacht. Einfach könnt ihr am Kanal einfach mal gucken oder ich verlinke es, wenn ich es nicht vergesse. Mario Paint ist natürlich der Vorgänger und natürlich viel, viel besser und das hat diese Maus dabei. Und wie gesagt, ich weiß noch, wie ich damals wirklich fasziniert war, dass diese Maus dabei ist und eine Konsole mit einer Maus. Das war wirklich super faszinierend irgendwie und ich konnte das gar nicht glauben, aber das hat auch wirklich sehr, sehr viele Leute inspiriert, dieses Programm. Letztens gab es da auch eine Folge von den Gaming Historian, englischer Kanal, der sich auch so ein bisschen mit Retro, was heißt ja, nicht nur ein bisschen, mit Retro beschäftigt und das sehr, sehr ausführlich und gründlich recherchiert. Alles kann ich euch nur empfehlen, den Gaming Historian einfach abonnieren. Und da hat er auch viele Künstler interviewt, die gerade mit Mario Paint aufgewachsen sind und dadurch erst ihre künstlerischen Fähigkeiten wirklich entdeckt haben. Ne? Also das ist nicht so oberflächlich wie ich, der da irgendwie irgendwas zusammenklickt, sondern da erschaffen wirklich Leute Kunstwerke ohne Ende. Und das finde ich faszinierend, wie so ein einfaches Programm so viele Leute inspiriert hat. Ne? Ja, muss in jeder Spielesammlung und diese Super Nintendo Maus da. Ich habe ja von Hyperkin gibt es ja einen modernen Ersatz, den kann man auch an das Super Nintendo anschließen. Das hatte nicht mehr wie die alten Mäuse es halt hatten, diesen Ball, sondern einen optischen Sensor. Dadurch ist die Steuerung natürlich viel präziser und genauer. Ich denke mal, diese alten Ballmäuse, die ganz ehrlich so richtig zurücktrauern, tut da keiner, oder? Also die waren schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss es immer sauber machen und so weiter. Aber da gibt es jetzt ja zum Glück immer neue Produkte und diese Hyperkin-Maus, auch da habe ich vor Urzeit mal einen Test zugemacht, finde ich gar nicht so verkehrt. Die nutze ich dann auch, wenn ich mal im Super Nintendo irgendwas mit der Maus spiele, zum Beispiel Lemmings oder eben sowas, wo sie es einfach anbietet. Das war Mario Paint und dann habe ich noch ein größeres Paket mir gegönnt und zwar eine neue Konsole und zwar war das ein super, super Deal und zwar mit der Maren an dieser Stelle. Viele Grüße an dich vom Kanal Maren kann nix, super sympathische, nette Person. Habe ich auch schon die Ehre gehabt, auf der einen oder anderen Börse zu treffen und auch die hat so ein bisschen der Herbstputz, kann man ja fast sagen, gemacht und was sie angeboten hatte, war ein Game Boy Advance. Das ist ja das erste Modell. Und dazu drei Spiele, wovon ich eigentlich nur ein Spiel haben wollte. Aber wir haben eigentlich ganz guten Gesamtpreis gemacht von allen. Und womit dann, glaube ich, beide Parteien zufrieden war. Und unter Freunden, da geschehen auch die besten Deals, würde ich sagen. Ich wollte schon immer mal ein Game Boy Advance haben, weil das ist ja auch im Prinzip ja fast die beste Möglichkeit, mit Original-Hardware alte Game Boy-Spiele zu spielen. Und der ist noch ein super Zustand mit Originalverpackung. Gut, das Inlay fehlt, aber komm, das sei mal geschenkt, das ist nicht so wichtig. Preis war, wie gesagt, spitzenmäßig und es ist mein erster Game Boy Advance. Ich weiß, die zweite Version ist wirklich besser, aber ich finde dieses Grunddesign, dieses Urs-GBAs, finde ich einfach klasse. Und das einfach jetzt mal auch in meiner Sammlung zu haben, ist super. Ich habe jetzt noch nicht großartig mit rumprobiert, aber das kommt sicherlich noch. Und jetzt zeige ich euch, warum ich mir das eigentlich geholt habe. Und zwar war dabei The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Und zwar finde ich das Super Nintendo Spiel, das ist eine Art Remake oder Portierung, wie man es nennen will, mit kleinen Erweiterungen auch auf Game Boy Advance, weil natürlich der Game Boy Advance dem Super Nintendo relativ ähnlich war. Man kann so ein bisschen salopp, ist natürlich nicht 1:1, ja sagen, dass der GBA im Prinzip ein portables Super Nintendo war. Oder ist. Viele Sachen wurden da rüber portiert und mit kleinen Anpassungen. Und The Magical Quest fand ich auf dem Super Nintendo einfach, ja super, Super Nintendo super. Bei dem Konsolennamen ist es nicht leicht, nicht zweimal super in einem Satz zu sagen. Und zwar weiß ich noch, das war die Anfangszeiten des Super Nintendos. Und es hatte das Club Nintendo Magazin, da hatten sie ein großes Feature über mehrere Seiten über The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Und ich habe mir wirklich stundenlang gefühlt dieses Screenshots und diesen Bericht durchgelesen, weil es einfach so faszinierend aussah. Die Grafik war super. Man konnte Mickey Mouse spielen. Das ist übrigens ein Plattformer, wer es nicht kennt. Ich komme es so schnell immer in die Schwärmerei. Verschiedene Kostüme konnte man je nach Level bekommen, womit man verschiedene Sachen machen kann. Mickey als Feuerwehrmann und so weiter.
Und dadurch konnte man halt die Rätsel lösen. Und ich hatte das Spiel damals aber nie. Das habe ich natürlich in der heutigen Zeit beim Retro-Sammeln dann relativ zügig nachgeholt. Auch dafür habe ich schon einen Test gemacht. Es ist einfach ein super sympathischer Plattformer, der einfach eine super Stimmung bringt. Und ich dachte mir so, hey, Game Boy Advance wolltest du haben. Das Spiel wusste ich gar nicht, dass es für das System gibt. Passt, zack. Und dann gab es das allerdings alles nur in einem Paket. Und deswegen sind auch zwei andere Spiele dabei. Und zwar ist eines davon, übrigens auch super Spiel, habe ich auch jetzt angespielt, fängt gut den Charme der Vorlage ein. Aber ich denke mal, Spiel an sich, da muss ich noch nicht viel groß was zu sagen, das kennen ja die meisten. Dann gab es auch die Unglaublichen als Spiel. Das scheint, ich habe ganz kurz für die Videoaufnahmen reingespielt, scheint irgendeine Art Brawler zu sein. Ich schätze mal, das wird eine dieser typischen Filmumsetzungen sein. Und einmal Findet Nemo. Auch da habe ich reingespielt. Ist jetzt nicht so das Killerspiel, warum ich jetzt das Paket unbedingt haben wollte, ehrlich gesagt. Scheint aber auch eher für die jüngere Zielgruppe ausgelegt zu sein. Aber das ist ja nichts Verkehrtes. Macht Spaß. Hat mich so ein bisschen an Ariel für den Gameboy erinnert. So ganz, ganz grob. Dass man einfach so durchs Meer schwimmt aus der Seitenperspektive und dann halt verschiedene Sachen erledigt. Und das war es eigentlich fast mit meinen Pickups, aber weil die Maren ist, hat sie mir nämlich nur drei Spiele dazugepackt. Wunderbar, habe ich nicht mitgerechnet. An dieser Stelle wirklich nochmal tausend Dank, liebe Maren, hat mich wirklich sehr gefreut. Die habe ich jetzt allerdings noch nicht großartig reingespielt. Das ist Spyro Adventure für den Game Boy Advance. Ich denke mal, Spyro, die Serie ist an mir auch so ein bisschen vorbeigegangen, weil soweit ich weiß, hat die ja ihre Hochzeiten auf der PlayStation 1 oder 2, ich bin mir nicht sicher, da ich ja zu der Zeit schon reiner PC-Zocker war, ist diese Spyro-Serie an mir vorbeigegangen. Das würde, ich meine, eine gute Portierung für den Game Boy Advance sein. Nehmen wir aber mal an, nicht in 3D, weil die 3D-Kapazitäten des GBAs waren nicht so super, keine Ahnung. Dann eine weitere Lizenzumsetzung, Kim Possible. Auch da, die Fernsehserie kenne ich natürlich vom Namen her, habe ich persönlich noch nie geguckt. Auch da bin ich die falsche Generation wahrscheinlich dafür. Und für den Game Boy Color Army Man 2. Von der Serie habe ich allerdings schon so einiges gehört. Soll ziemlich gut sein. Also da werde ich bei Gelegenheit auf jeden Fall auch mal tiefer reintauchen. Und ich würde sagen, ich halte mich relativ kurz. Das war's mit meinen Pickups. Schönen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut, tschüss.